habe ungefähr in den 80er Jahren angefangen zu malen. Ich habe von meiner Schwester Gudrun zwei Bilder bekommen von dem Maler Ernst Fuchs, von diesem Wiener Maler. Und so kleine Bäumchen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe gemalt und es hat mich fasziniert. Ich mische ja meine Farben selbst an mit Pigmenten und ich probiere wirklich ziemlich viel aus in meinem Atelier, bis mal zur Explosion kommt. Davon habe ich schon mal Schiss, weil ich probiere mit Shellac und mit Bitumen, mit Lacke und mische die halt so zusammen. Und also mit meinem Zauberlack, das ich jetzt probiert habe, da habe ich 2 Jahre lang rumgebastelt, um diesen Lack da herzustellen. Also es entstehen auch so Dämpfe und alles, also da muss man schon sehr vorsichtig sein, aber bis jetzt habe ich es ja überlebt. Karl Valentin hat mal gesagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und es ist auch so, manche denken, es ist nur so ein Gekleckse. Ich habe aber mit realistischen Bildern angefangen. Mit Steinen habe ich mich schon immer beschäftigt. Auch in die Bilder bringe ich ja Steine mit rein. Und so faszinieren mich auch diese Perlen oder diese Halbedelsteine, was ich dann verarbeite in Schmuck. Und ich mache ja Schmuckunikate, also nicht nur einfach so, sondern es gibt es 1-2 Mal und dann ist es gut. Ich war ja selbst auch in Afrika drüben und habe mir das angeschaut. Und diese Armut, also das ist wirklich, uns geht es allen so gut. Und den Menschen da drüben, die sind schon für einen Brunnen dankbar, für kleine Hilfen. Diese Kinder, das war einfach für mich so, auch von dem Projekt, wo ich gelesen habe, so ergreifend, dass ich gesagt habe, also uns geht es allen gut, ich werde mich dafür einsetzen, dass da was passiert da drüben. Weil mir es eben so gut geht, möchte ich eben das Projekt in Afrika unterstützen und weiterhin, solange wie ich lebe.